Willkommen bei Onk Oink Press TV Physiolofi Channel Folge 2. Die Einführung. Wo fange ich bloß an? Ich als Experte und als Einziger dieser Welt, meiner eigenen Philosophie, ja, einem anderen, der so ist wie ich, aber nicht ich bin, ja, so sehe ich nämlich die Welt. Ich bin auch Autist, ja. Mein Autismus hilft mir in meiner Philosophie erheblich. Ich sehe nämlich die Gedanken irgendwie so, ich kann sie ja nicht beschreiben, aber irgendwie so, ich sehe sie halt irgendwie so strukturiert, ja. In einer Anordnung, ja, die ist aber nicht linear, ja. Aber ich habe damit gelernt umzugehen, aber darum geht es ja gar nicht, es geht um Philosophie. Genau. So, in meiner Philosophie fange ich so an, beim Anfang, bei dem, was ich habe. Wenn ich mir diese Frage stelle, was habe ich, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, genau dieser Moment. Ja, und dann machen alle schon, aha, ja, und das wissen wir ja schon, und bla bla, und dieses da. Aber das ist eine sehr wichtige Information. So, weil der Moment, wenn man den definieren will, ich würde den definieren oder ich definiere den so, das muss der unendlich kleinste Moment sein, ja. Also die Gegenwart, ja. Und das nehme ich dann als Einheit, als die maximal kleinste Einheit, ja. Und das ist der Moment, ja. Und das ist alles, was ich habe, meine unendlich kleinste Einheit. Die Gegenwart. Mehr ist da nicht, ja. Der Rest ist Theorie, ja. Die Vergangenheit, die Zukunft und dieses ganze Sachen, alles Theorien, ja. Alles schön und nett, und ich glaube ja auch das meiste, aber auch halt frei nach Schrödinger, auch nicht, ja. Das nenne ich eine gesunde Einstellung. Ja. Also wenn du jetzt, nun haben wir den Moment, ja, und der ist unendlich klein, und der setzt sich fort, ja, in das, was wir Zukunft nennen. Und das haben wir. Und dann haben wir auch noch was anderes, ja, und das ist ein Umfeld. Und das Umfeld definiere ich so, das ist alles, was nicht ich bin. Das ist das Umfeld. Ja. So, was haben wir noch? Wir haben uns. Ja. Ja, das sind schon drei Sachen, das sind schon viele Sachen. Ja, also die haben den Moment, ja, oder die Gegenwart. Und wir haben also das Umfeld, ja, und dann haben wir also uns. Ja. Und dann gibt es da noch das große Ganze, und das ist auch das kleine Ganze, und deshalb ist das falsch ausgedrückt. Es gibt alles, ja. Und alles ist, und das in sich muss ich euch nicht verraten, könnt ihr selber drauf kommen. Also alles definiere ich mit alles, was ich weiß, und alles, was ich nicht weiß. Genau. Funktioniert aber trotzdem. Vier Minuten schon, wow, tut mir leid, ich habe euch schon wieder überstrapaziert. Wo war ich schon? Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ja, beim Ding und ne und ne und ne. Genau. Wo war ich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gelogen. Ja, der Moment, das Umfeld und seine Wenigkeit.
Das ist schon über der Basis, weil wir waren bei allem. Und alles ist alles, was wir wissen, was wir nicht wissen. Und das nennen wir Universum, um im Wissen, dass es noch mehr gibt. Ja. So. Das ist also das unendlich alles. Alles, ja, vielleicht. Keine Ahnung. Muss man noch. Da muss ich noch drüber nachdenken. Ja, das alles, ja. Und wir sind, also das alles ist eigentlich hauptsächlich das Umfeld und dann sind ja dann auch wir, aber wir sind ja auch Teil von allem, ja. Und das ist eine philosophisch sehr interessante Konstellation, die ich sehr intensiv mich damit auseinandersetze. Ich bin irgendwie drauf gekommen durch diese Menge in dieser Mathematik, ja, diese Mengenlehre. Ich glaube, es war die Mengenlehre. Ich habe es mathematisch ja nicht begriffen, aber es hat mich dazu inspiriert zu verstehen, dass ich Teil vom Ganzen bin und auf dieses Ganze schaue oder beobachte und mich darin rumnavigiere, ja. Das heißt, es gibt Koordinaten in einem uns nicht bekannten Koordinatensystem. Und wir sind in diesem, im Allem sind wir irgendwo lokalisiert und leben da unsere Existenz, die wir uns nicht erklären können. Ja, das reicht jetzt, ich glaube, ich für die erste Einführung in plus minus, was ich versuche euch zu erzählen. Und ja, ich möchte noch sagen, natürlich alle herzlich eingeladen sind zu einer Podiumdiskussion auf Oink Enterprise TV Philosophie-Kanal. Da könnte man dann auch eine Sendung machen, ja, wie Schweinestunde Philosophie zum Beispiel oder was auch immer. Ja. Können wir dann auch gemeinsam drüber nachdenken? Ihr seid alle herzlich willkommen, natürlich. Für Fragen, Anregungen müsst ihr da irgendwie da Kommentare posten. Ihr kennt das sicher besser als ich. Ich lerne es jetzt gerade, wie das so geht mit YouTube. Ist lustig, ja. Na dann, viel Spaß mit Oink Enterprise TV und bis zum nächsten Mal auf dem Philosophie-Kanal. Tschüss.